wollen den letzten Weg Jakob Hutters nachzeichnen. Ich habe sie gestern die Geburtsstätte gesehen, den Wirkungsort, wo er gefangen genommen worden ist. Hier beginnen wir mit der Fortsetzungsgeschichte der letzten Tage. Wir stehen hier am Rand der Altstadt. Zur Zeit von Jakob Hutter war hier, wo dieses grüne Wohnhaus steht, und es war damals das Staatsgefängnis. Wir lesen im großen Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder, nicht lang danach begab es sich, dass der Liebbruder Jakob Hutter zu Klaus nam Isaac, gelegen in Etschland, durch Betrug und Verräterei aus Gottes Verhängnis gefangen ward am Sankt Andreasabend in der Nacht. Das war der 30. November 1535. Bald danach bunden sie ihm einen Knebel ins Maul und führten ihn gegen Innsbruck zu des König Ferdinands Regierung. Da sie sich in der Schrift mit ihm versuchten, gegen ihn aber nicht bestehen konnten. Jakob Hutter war sehr bibelfest und konnte also nicht überzeugt werden. Auch haben sie ihm seinen Leib verwundt, Branntwein in die Wunden gossen, an ihm angezündet und brennen lassen. Jakob Hutter wurde zum Tode verurteilt und wir wollen diesen letzten Weg nachzeichnen. Also wir sind jetzt hier am Domplatz und hier gegenüber seht ihr das Bischofshaus. Das war früher zu Jakob Hutters Zeiten das Schulhaus. Das Gefängnis war ja hier, man hat ihn über den Platz geführt, gefesselt und geknebelt, und dann heißt es, sie setzten ihm auch einen Hut mit einem Federbuschen auf und führten ihn ins Haus ihrer Götzen und hätten auf allerlei Weise ihr Narren- und Affenspiel mit ihm. Das heißt, der Hass der Schergen war so groß, dass man quasi ein Sakrileg begonnen hat. Man hat also erstens den Jakob Hutter zum Clown gemacht. Und das Haus ihrer Götzen ist die Pfarrkirche St. Jakob. Jakob. Und hat ihn hineingeführt in eine Kirche und hat ihn verhöhnt oder wie auch immer gedemütigt, was an sich ein No-Go ist für eine katholische Kirche, ein absolutes No-Go. Aber man sieht, wie weit die Verblendung führen kann, dass man sogar die eigenen Grundsätze dann bricht. Gut, gehen wir hier weiter. Da er aber beständig und redlich als ein christlicher Held in seinem Glauben verharret, ward er nach viel erduldeter Tyrannei von den argen Kaiphas und Pilatus Kindern verurteilt. Kaiphas ist die römisch-katholische Kirche, Pilatus ist die Regierung. Also lebendig in Scheiterhaufen getan und verbrennt. Hier am Stadtplatz vor dem Goldenen Dachel, da sage ich noch was dazu. Dabei aber über die Maß viel Volks gewesen ist und seine Redlichkeit gesehen. Er wurde öffentlich verbrannt. Das geschah um Lichtmess am Freitag, der 25. Februar 1536. Und über Jakob Hutter steht geschrieben, er hat die Gemeinde Gottes in das dritte Jahr geregiert, also er war ja nur 3 Jahre Gesamtvorsteher, und dem Herrn sein Volk versammelt, erbaut und hinter sich gelassen. Denn er ist der Wahrheit mit aller Freudigkeit bis in den Tod beigestanden, darob Leib und Leben gelassen, wie es allen Aposteln Christi gemeiniglich gegangen ist bei der Welt. Wir können hier sehen, das Schild, der Gedenktafel für Jakob Hutter. Das ist sicher der prominenteste Platz von ganz Innsbruck, weil das Goldene Dachl ist auch das Wahrzeichen von Innsbruck.
Und hier starb am 25. Februar 1536 Jakob Hutter, einer der bedeutendsten Vorsteher der Tiroler Täufer, als Märtyrer seines christlichen Glaubens auf dem Scheiterhaufen. Für die geistliche Geschichtsaufarbeitung ist insofern diese Tafel von Bedeutung, weil es die dritte Tafel schon ist, die an Jakob Hutter erinnert. So haben wir gesagt, der Grund, warum er hingerichtet wurde, ist, weil er wegen seines Glaubens, seines christlichen Glaubens hingerichtet worden ist. Und wir haben auch diese Tafel dem Bischof Scheuer damals auch vorgelegt, gell, was er dazu sagt. Er sagt, na, das ist für ihn vollkommen in Ordnung. Und damit erfolgte auch seitens der römisch-katholischen Kirche eine Rehabilitation von Jakob Hutter. Das heißt, auch aus katholischer Sicht ist Jakob Hutter ein Märtyrer. Das ist bedeutsam festzustellen. Inzwischen ist das auch für Hutter ein Pilgerort geworden und man muss daher kommen. Also hier oben auf dem Gebäude des Stadtarchives und Stadtmuseums ist eine Abbildung vom Kräuterturm. Es ist auch so beschriftet. Man sieht so, wie die Altstadt ausgeschaut hat um 1850 herum. Ja, man sieht ja schon die barocke Pfarrkirche. In Tirol gab es damals, nach Aussagen des Historikers Werner Pakul, eines Amerikaners, etwa 5% Täuferinnen und Täufer und wohl zwischen 25% und 30% Sympathisanten. Die Sympathisanten hatten das auch gefährlich, denn wurden sie überführt, dass sie Täuferinnen und Täufer Unterkunft gegeben haben, dann könnte es passieren, dass man sie auch vor den Richter geführt hat und auch ihr Anwesen konfisziert hat. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass diese Unterstützer auch letztlich dann, wenn es zu schwierig wurde, nach Mähren gezogen sind. Wie zum Beispiel die Inhaber des Gerberhauses hier in Innsbruck. Seid auf den Steinen gesessen. Das ist ein ausdrücklicher Wunsch auch der Künstlerin gewesen, dass diese Gedenkstätte, übrige Brocken im Hutterer Park, auch richtig begangen wird oder betastet wird und dergleichen. Jedenfalls im Jahr 2015 ist diese Gedenkstätte auf die Initiative des Hutterer Arbeitskreises entstanden. Wir haben den geistlichen Eindruck gehabt, es braucht mehr als eine Jakob-Hutter-Tafel in Innsbruck, sondern wir wollen eine Gedenkstätte haben, die auch in das Heute und zu den Heute eine Brücke schlägt zu den heute lebenden Nachfahren, den Hutterern in Amerika. Wir sind den Politikern immer ans Ohr gelegen und dann hat es eine Gemeinderatswahl gegeben und da haben die Grünen ganz massiv gewonnen. Und somit haben auch wir gewonnen, weil der dann zuständige Stadtrat, also kaum war er im Büro, haben wir schon einen Termin bekommen und wir haben das 2-3 Minuten erklärt, was wir vorhaben. Und er hat gesagt, ja, das machen wir. Die Künstlerin hat gesagt, sie braucht einen Platz, idealerweise auf städtischen Grund, der am Inn liegt und der einen gewissen Radius ermöglicht, um diese 12 Steine hinzulegen. Und das ist dann alles durchgegangen, weil ja auch die Form des Denkmales muss ja irgendwie gewisse Wege gehen. Und für uns war wichtig, dass auch für die Hutterer auch das eine adäquate Form ist. Das ist eine mehrschichtige Symbolik. Es sind alles Findlinge, das sind alle Steine, die letztendlich irgendwann einmal vor Vorzeiten am Gletscher waren, bis sie einen festen Platz hier gefunden haben. Und so war für die Künstlerin die Symbolik, das ist der Weg der Täufer und Täuferinnen. Sie wurden durch die Jahrhunderte, durch Flucht und durch Unbill und Krisen geläutert, immer wieder neu geschliffen, bis sie einen festen Platz in den USA und Kanada gefunden haben. Die zweite Symbolik ist, das ist ein Kreis. In einem Kreis gibt es kein Oben und Unten und es symbolisiert einfach die Gemeinschaft, der jeden ernst nimmt. Groß oder klein. Die weitere Symbolik sind 12 Steine, symbolisieren auch 12
Frauen und Männern, die im Großraum Innsbruck namentlich dokumentiert sind, dass sie verfolgt wurden, und die meisten davon sind auch hingerichtet worden. Diese Namen findet man alle auf der Tafel. Auf jedem dieser Steine ist ein Wort und nur zusammen ergibt es einen Satz. Gell? Denn Steine auf seinem Diadem sind die, die über sein Land funkeln. Aus Sacharja 9. Wie wir bei der Superintendentin waren, wir haben immer alle Kirchen einbezogen. Wie ist sie auf diesen Vers überhaupt gestoßen? Dann hat die Verena gesagt, das ist aus dem Gebet herausgekommen. Ja? Und dann war natürlich jedes Argument geschlagen, gegen Gott will man ja nicht antreten. Ja? Die Täufer und Täuferinnen sind die Edelsteine auf Gottes Krone. Die, die verachtet worden sind, die, die sogar als Heretiker, als nicht des Christseins abgesprochen worden sind, sind letztlich diejenigen, die in Gottes Augen über sein Land funkeln. Die Unerwarteten, nämlich die, die gewaltlos sind. Die, die in Gütergemeinschaft, Gerechtigkeit leben. Die auch schon eine absolute Vorläufe der damaligen Zeit für Religions- und Gewissensfreiheit eingetreten sind, weil man sich frei entscheidet. Man wird nicht automatisch Christ. Gell? Wenn man Christ wird, dann wird man das miteinander. Es ist aber der Nachfolgeweg Jesu. Und das war damals auch ein Nachfolgen im Leid. Wir haben schon erwähnt, dass in Österreich es eine Zeit lang gedauert hat, bis die Freikirchen den gleichen Status erreichen konnten wie die sogenannten anerkannten Religionsgemeinschaften. Dazu war es notwendig, dass die Freikirchen sich zusammenschließen zu einem Art Bund. Das Wort wurde nicht verwendet, aber letztlich ist darauf hinausgelaufen. Und diese Arbeitsgruppe ist entstanden eigentlich durch einen Anstoß, der von außen kam. Und ich bin damals einfach da hineingerutscht und bin dann auch Moderator, Leiter dieser Arbeitsgruppe geworden. Und wir haben damals sehr genau überlegt, wer welche Gruppierung zu welchem Bischof oder Superintendenten geht, um hier Rückenwind zu bekommen für unsere Aufgabe. Und der zuständige Referatsbischof der Österreichischen Bischofskonferenz für Ökumene war damals Bischof Scheier in Innsbruck. Und ausgewählt wurde damals Edi, Paul Rittmann und ich. Wir sind sozusagen alle hier jetzt drei zusammen. Der Bischof hat vor allem den Edi. Damals warst du noch, glaube ich, Präses des Bundes der Pfingstgemeinden, ja, der Freien Christengemeinden, sehr intensiv ausgefragt, auch über die ganze Frage Taufe und so weiter. Und er hat uns dann auch zum Schluss ganz klar gesagt, ich lege euch nichts in den Weg. Kann ich mich genau erinnern. Und er hat dann sehr, aus meiner Sicht, geschickt, im besten Sinn, den Bischof gefragt, Herr Bischof, dürfen wir für Sie beten? Und er hat dann für den Bischof intensiv gebetet für seinen Dienst, für seine Arbeit. Und das ist ja dann nach 1,5 Jahren zu einem Durchbruch gekommen und ist letztlich auch abgesegnet worden vom Kultusamt, also dem zuständigen Stelle im Ministerium in Wien, und ist klaglos auch im Parlament und so weiter über die Bühne gegangen. Also das war auch so ein Schritt in diesem Bischofshaus, wenn Sie sich erinnert, wo 001 draufsteht, gleich am Domplatz. Ja. Wir sind jetzt hier auf dem Burghügel der Burg Freundsberg. Das war der Gerichtssitz und das Gefängnis. Der Stadt Schwarz, die wir hier unten gut sehen, das war damals eine der größten Städte Europas, weil es eine Silberbergbaustadt war. Und sie ist auch eine Reformationsstadt. Also in Schwarz hat die Reformation besondererweise Fuß gefasst und dadurch auch das Täufertum. Es hat eine eigene Schwarzer Gemeinde gegeben. Es sind immer wieder Fahndungen gewesen, zum Beispiel nach einer Frau, die 800 Leute getauft haben sollte, wurde nie gefunden. Entweder hat sie nicht gegeben oder sie wurde gut von der Bevölkerung geschützt. Wir, in besonderer Weise wollen wir hier eines Mannes gedenken, der ein früher Täufermissionar war, aus der Täuferlinie von Hans Huth, der Hans Schlaffer, ein Oberösterreicher,
der Pfarrer gewesen ist, dann zuerst lutherischer Pastor und dann täuferischer Missionar und Gemeindeleiter. Er ist hier in Tirol nicht nur zu missionieren, aber auch zur Stärkung der frühen Täufergemeinden gekommen, wurde aber auf dem Weg von Hall nach Schwaz gefangen genommen und hier auf Burg Freundsberg eingekerkert. Wir werden dann unmittelbar danach in die Burg hineingehen, in das Verlies und dort eine Andacht halten. Wir haben hier eine Gedenktafel initiiert. Ich habe auf dieses Fresko hingewiesen, nämlich man sieht hier drei Täufer, also drei Heretiker, die im Block eingeschlossen sind, einer ist hinten gefangen. Oben würde man sehen ein Fenster, wo der Bischof und der Landesfürst beraten über der, was man mit ihnen tun soll. Eingebunden ist diese Szene in der Folterung Jesu vor seiner Hinrichtung. Und man sieht auf diesem Bild, mit welcher Wut die Leute sind gekleidet in der Kleidung des 16. Jahrhunderts, auf Jesus eingeschlagen und wie brutal er gefoltert wurde. Und die zwei sind diejenigen, die beharrlich auf Jesus schauen. Also die wahren Nachfolger Jesu erweisen sich jene, die als Heretiker im Block sitzen. Hier in diesem Verlies ohne Fenster hat hier Monate verbracht, bevor er hingerichtet wurde. Am Abend vor seiner Hinrichtung hat er auch noch ein Gebet, das er gebetet hat, aufgeschrieben. Auch das ist erhalten und das würde ich einladen, zuzuhören. Der Friedel wird es vortragen. Ach mein Gott, welche Not leide ich hier? Hier erkenne ich den großen Schaden und Fall Adams in mir. Hier erhebt sich erst der große Kampf des Geistes und Fleisches miteinander, welchen niemand, es sei denn, er hat es selber erlebt, erkennen vermag. Oh mein Gott, wie wird es mir noch ergehen? Nun aber, Herr, alle meine Sorge, Not und Angst lege ich auf dich. Ich habe bisher deine Hilfe als sehr mächtig erfahren. Diese Hilfe wirst du mir bis ans Ende nicht von mir nehmen, sondern du wirst in der großen Not und Schwachheit an mir deine größte Hilfe und Stärke erweisen. In meiner Schmach und Schande wirst du deine Herrlichkeit verkündigen und das ewige Leben in meinem zeitlichen Tod all jenen offenbaren, die sich dir im Glauben an Christus anvertraut haben und deinem Willen bis zum Ende treu bleiben. Darum komm, o lieber Vater, komm. Die große Not und Angst ist vorhanden. Jetzt ist der rechte Zeitpunkt gekommen. Halte deine Zusage und Verheißung, die du allen deinen Auserwählten und Gläubigen gegeben hast, nämlich, dass du ja allezeit der armen Helfer, der schwachen Stärke und Kraft, den Verzagten eine Hoffnung, der Elenden Zuflucht, den Sterbenden ein Schutz und Schirm um deines Namens und Wortes willen sein willst. Unsere Seele ist betrübt bis in den Tod. O Vater, hilf uns aus dieser Stunde. Wir gehen ja jetzt zum Ölberg, um mit dem Herrn zu beten. O Vater, nicht unser, sondern dein Wille geschehe. Hilf uns durch diese betrübte Nacht zu deinem ewigen Leben. Amen. Amen.